ist eine Dauer von 67 Minuten vorgesehen. Ich bitte Sie, zügig die notwendigen Platzwechsel zu vollziehen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Es wäre schön, wenn das auch in der FDP berücksichtigt würde. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Bundesministerin für Verteidigung, Christine Lambrecht. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Sicherheit in Europa, nicht nur in Europa, aber auch hier, steht aktuell vor großen Herausforderungen. Und das informelle Treffen der EU-Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister, das die französische Ratspräsidentschaft gestern ausgerichtet hat, war ein sehr gutes Format, um diese Herausforderungen zu beraten. Und Sie können sich vorstellen, ein ganz zentrales Thema hat natürlich auf der Tagesordnung gestanden, nämlich Russland und die Ukraine. Ich sage ganz deutlich, der russische Aufmarsch an der ukrainischen Grenze verstößt gegen alle Regeln des friedlichen Miteinanders. Und jeder russische Angriff auf die Ukraine wird Konsequenzen nach sich ziehen, denn der Konflikt bedroht den Frieden in Europa, und daher müssen wir Europäer uns auch aktiv einbringen. Und das tun wir auch. Im NATO-Russland-Rat, der endlich wieder nach über zwei Jahren wieder stattgefunden hat, in der OSZE, überall, wo Gespräche geführt werden, haben wir Europäer eine starke Stimme, und das ist auch gut und richtig so. Es war die Woche der Gespräche, und es werden weitere Gespräche folgen. Denn klar ist, wir müssen alle Mittel ausschöpfen, um diesen Konflikt zu entschärfen. Gleichzeitig haben wir Europäer zusammen mit den amerikanischen Freunden aber auch deutlich gemacht, das Völkerrecht muss gewahrt werden. Die staatliche Souveränität unserer östlichen Nachbarn ist unantastbar, und Russland hat kein Vetorecht, wenn es um Bündnisfragen geht, und kann uns hier auch nicht erpressen. Und diese roten Linien, die müssen klar sein in all den Gesprächen, die jetzt anstehen. Und niemand hat erwartet, dass diese Gespräche mit der russischen Seite einfach werden oder dass da ein, zwei Gespräche ausreichend sind und der Konflikt ist entschärft. Nein, diese Woche hat gezeigt, wie schwer es wird. Aber zwischen diesen roten Linien, die ich beschrieben habe, und einer militärischen Auseinandersetzung, da ist viel Spielraum dazwischen, den wir intensiv ausschöpfen müssen. Und das müssen wir uns zur Verantwortung, zur Herausforderung auch machen, meine Damen und Herren. Die russische Aggression verdeutlicht einmal mehr, wir müssen zwischen Europa und der NATO ganz eng beieinander stehen. Und in der kommenden Woche treffe ich mich hier in Berlin mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Und natürlich werden wir uns auch intensiv über die russische Aggression beraten. Meine Damen und Herren, ganz bewusst bin ich für meinen ersten Truppenbesuch im Ausland nach Litauen gereist, zu unserem Kontingent der NATO. Ich war beeindruckt von der hohen Einsatzbereitschaft unserer Soldatinnen und Soldaten vor Ort. Und ich habe mich auch bei Ihnen bedankt. Denn jede und jeder von Ihnen steht für eine wirksame Abschreckung dort vor Ort. Und Sie alle machen damit eines sehr deutlich. Die Sicherheit unserer Verbündeten ist
unsere Sicherheit, auch und gerade in Mittel- und Osteuropa. Die Bedrohung durch Russland ist das eine. Vor uns liegt aber eine ganze Reihe von globaler sicherheitspolitischer Herausforderungen. Und bei all dem gilt, Deutschland steht zu seiner Verantwortung für den Frieden in Europa und der Welt. Und das beweisen wir auch immer wieder. Denken Sie nur an unser Engagement im Kampf gegen den IS und zur Stabilisierung des Irak. Über das Mandat wird heute Nachmittag hier im Bundestag beraten. Unsere Bundeswehr leistet hier an der Seite unserer Partner und Verbündeten einen ganz wichtigen Beitrag. Und vergangenes Wochenende war ich in Jordanien und im Irak, und ich habe mit unseren Soldatinnen und Soldaten dort gesprochen und mir ein Bild über die Umstände vor Ort gemacht. Und ich kann Ihnen eins sagen, dieser Einsatz, der ist entbehrungsreich, ja, aber er ist auch gefährlich. Noch kurz vor meinem Besuch sind wieder einmal Raketen auf der Al-Assad Airbase eingeschlagen, aber unsere Soldatinnen und Soldaten haben Schutzmaßnahmen ergriffen und Gott sei Dank sind alle wohlauf. Meine Damen und Herren, wir schulden es unseren Frauen und Männern, dass wir ihren hohen persönlichen Einsatz, der sich da wieder gezeigt hat, ihren hohen persönlichen Einsatz klug und besonnen abwägen. Und daher müssen wir und daher werden wir auch jeden Auslandseinsatz genau evaluieren. Selbstverständlich immer im engen und ehrlichen Austausch mit unseren Partnern und Verbündeten. Aber es geht darum, Ziele und Instrumente zu prüfen und gegebenenfalls auch anzupassen. Was wollen wir erreichen? Wie ist unser militärischer Beitrag in politische und zivile Maßnahmen eingebettet? Und auch, haben wir eine Exit-Strategie? Und mir ist sehr bewusst, dass diese Evaluierung ein hochpolitischer Vorgang ist. Er betrifft die ganze Bundesregierung, unsere Bündnisse und unsere Rolle als sicherheitspolitischer Partner in der Welt. Wir dürfen Einsätze aber nicht auf das Militärische verengen. Ein Einsatz ist immer auch eine politische Maßnahme. Und das ist die wichtigste Lehre aus Afghanistan. Jeder Einsatz steht und fällt politisch. Und das hat nämlich auch was mit der politischen Lage im Einsatzland zu tun. Und ganz konkret mit der Frage, wen unterstützen wir eigentlich? Wen bilden wir aus? Und ist dies mit unseren Zielen und Werten dann auch vereinbar? Und ich sage es ganz konkret. In Mali fordert die internationale Gemeinschaft zu Recht eine Rückkehr zu Demokratie und Wahlen. Und das nicht erst in 5 Jahren, wie von dort angekündigt. Mali muss schnell Neuwahlen ansetzen. Alles andere ist inakzeptabel. Und zudem ist es ein schwerer Fehler, dass in Mali von Russland unterstützte Söldner im Einsatz sind. Söldner, die dafür bekannt sind, Menschenrechte zu verletzen, zu morden, zu foltern und andere Staaten zu destabilisieren. Und für unseren Einsatz vor Ort gilt deshalb, wenn sich in Mali nichts ändert, kann es ein einfaches Weiter-so dort nicht geben. Das muss allen Beteiligten sehr bewusst sein. Meine Damen und Herren, die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger, die Verteidigung unseres Landes und seiner Verbündeten, der Einsatz für Frieden und Freiheit in Europa und der Welt, im Dienste unserer demokratischen, offenen und vielfältigen Gesellschaft, das ist die Aufgabe unserer Bundeswehr. Und für diese große Aufgabe, da werden und da müssen wir sie auch entsprechend ausstatten. Unsere Soldatinnen und Soldaten riskieren ihr Leben für unser Gemeinwesen. Umso mehr müssen Sie dann auch darauf vertrauen können, dass wir Sie bestmöglich ausrüsten. Und daher teile ich die Meinung des Bundeskanzlers, unsere Ausgaben für die Verteidigung müssen weiter steigen. Wir brauchen dieses Geld. Wir brauchen dieses Geld, um unsere Truppe mit dem nötigen Material auch zu versorgen. Da geht es von den ganz kleinen Projekten bis zu den großen multinationalen Vorhaben, von Betriebsstoffen über Ersatzteile und persönliche Bekleidung bis hin zu einsatzbereiten Flugzeugen und Schiffen oder Panzern. Aber es geht auch nicht nur ums Geld. Wir müssen auch das Beste herausholen aus dem, was wir schon haben. Hier gab und gibt es immer noch zu viele Missstände. Hubschrauber, die nicht fliegen, Gewehre, die nicht treffen, haben zu oft für Gespött gesorgt. Daher werde ich weiß, das ist ein ganz dickes Brett, das zu bohren ist, aber ich werde das Beschaffungswesen gründlich modernisieren. Und diese Modernisierung, die wird reichen,
Da geht es um eine flexiblere Haushaltsführung. Es geht um das Vergaberecht, das wir verändern müssen. Es geht um mehr Effizienz, auch digitale Effizienz. Und mir ist auch klar, dass wir uns die Strukturen der Beschaffung genau ansehen müssen. Und ich weiß, es ist eine große Herausforderung, aber mein Spruch ist immer, wenn es einfach wäre, würden es andere machen. Meine Damen und Herren, ich habe unsere Truppe nun schon einige Male besucht, zu Hause und im Einsatz, viele Gespräche geführt mit unseren Frauen und Männern in Uniform und in Zivil. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben eine hochmotivierte Truppe, auf die sich unsere Bürgerinnen und Bürger zu Recht verlassen können. Das zeigt sich immer dann, wenn es drauf ankommt, beispielsweise im vergangenen Sommer bei der Fluthilfe und jetzt einmal mehr in der Pandemie. Seit bald 2 Jahren sind unsere Soldatinnen und Soldaten hier im Einsatz gegen das gefährliche Virus, auch unsere Reservistinnen und Reservisten, in Impfzentren, Testzentren und in Pflegeheimen. Sie helfen in den Gesundheitsämtern beim Krankentransport oder bei der internationalen Corona-Hilfe. Und sie tun das oft unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen, denn auch sie werden, ähnlich wie die Polizei, beleidigt, bepöbelt, und das belastet sehr. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle allen Soldatinnen und Soldaten, die in dieser Pandemie den Menschen in unserem Land zur Seite stehen, sehr ausdrücklich und von Herzen danken. Aber ich sage auch sehr deutlich, Danke zu sagen alleine reicht nicht. Wir werden deshalb auch genau prüfen, ob die Anrechnungsregelungen von Zulagen, so wie sie für die Polizei angedacht sind, ob wir das auch für die Soldatinnen und Soldaten umsetzen können. Ich denke, das wäre ein wichtiges Signal. Aber auch persönlich handeln die Soldatinnen und Soldaten hochverantwortlich. Über 90% haben sich impfen lassen, also deutlich mehr, als die Impfquote ansonsten durchschnittlich hergibt. Und diesen verantwortlichen, diesen solidarischen Geist unserer Truppe, den gilt es zu bewahren. Und wir müssen ihn gegen diejenigen verteidigen, die unsere Werte nicht teilen. Gegen die Hetzer, gegen die menschenverachtenden Verschwörungsgeschichten, gegen den rechtsextremistischen Hass. Und lassen Sie mich hier sehr deutlich sagen, es gilt null Toleranz gegenüber jeder Form von Extremismus. Ein Wegschauen, eine falsch verstandene Kameradschaft darf es nicht geben. Und wir werden Extremisten konsequent verfolgen und sehr schnell aus der Bundeswehr entfernen. Auch durch eine Reform der soldatenrechtlichen Vorschriften, die jetzt sehr schnell kommen wird. Denn zu einer starken Bundeswehr gehört eines ganz sicher: dass man mit beiden Beinen fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes steht und dass man die Werte lebt, für die man kämpft. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Florian Hahn für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundesministerin, ich möchte eins vorwegnehmen. Viele Stellen, die Sie genannt haben, teile ich und teilt meine Fraktion. Und das gilt vor allem für die letzten Sätze und den letzten Part, den Sie zur Bekämpfung des Extremismus auch in der Truppe benannt haben. Da haben Sie uns an unserer Seite. Diese Einzelfälle müssen ganz entschlossen angegangen werden. Darauf können Sie sich auch auf unsere Unterstützung verlassen. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, im Sommer wollten Sie ja noch sich aus der Politik zurückziehen und Ihren wohlverdienten Ruhestand genießen. Umso mehr freue ich mich, dass ich Ihnen nunmehr für Ihre neue Amtszeit allzeit eine glückliche Hand und Gottes Segen wünschen kann. Und das tue ich aus vollem Herzen, denn Sie sind nun Bundesministerin der Verteidigung und damit die Dienstherrin eines ganz besonderen Hauses mit ganz besonderen Menschen, die nicht nur bereit sind, ihrem Beruf mit außergewöhnlichem Pflichtbewusstsein nachzugehen, sondern für die Sicherheit Deutschlands und seiner Bevölkerung sowie den Bündnispartnern besondere Entbehrungen hinzunehmen und im Zweifel Leib und Leben zu riskieren. Aber niemand kann erwarten, dass Sie als Politikerin, die in ihrer langen Karriere bisher wenig Erfahrung in diesem Themenfeld gesammelt hat, nach wenigen Tagen bereits
jeden Dienstgrad aufzählen kann oder gar alle Untiefen der Verteidigungspolitik kennen kann. Aber Sie sind trotzdem jetzt die IBUG, die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt. Und das erfordert die 1000-prozentige Bereitschaft, sich mit voller Energie und Einsatzkraft in das für Sie neue Thema zu stürzen, so wie es Ihren beiden Vorgängerinnen auch sehr gut gelungen ist. Und manchmal kann ein Start auch ein bisschen holprig sein. So berichten Mitarbeiter Ihres Hauses als auch die Medien von einer eher kühlen Übernahme des Ressorts. Auch gab es bis heute weder am ersten Dienstsitz in Bonn noch hier in Berlin eine Mitarbeiterversammlung. Das ist schon eher ungewöhnlich. Aber egal, die spielt keine Rolle mehr, wenn man dennoch seine Formulierungen klug wählt und die richtigen Ziele beschreibt. Und da war das die Rede heute hier schon ein Fortschritt im Gegensatz zu einem anderen Fall, nämlich Ihrem prominenten Interview in der Bild am Sonntag. Dort haben Sie, Frau Ministerin, unzähligen Soldatinnen und Soldaten auf die Füße getreten. Das zeigt sich nicht nur in zahlreichen Briefen, sondern auch in Kopien von Eingaben an die Wehrbeauftragte, von denen ich Kenntnis habe. Frau Ministerin, noch einmal, niemand erwartet von Ihnen, dass Sie bereits jetzt vollumfänglich Kenntnis über Laufbahngruppen oder die Personalentwicklung haben. Aber wie kommen Sie dazu, bereits jetzt davon zu sprechen, dass Frauen ausgebremst werden oder die Männer die Top-Jobs unter sich ausmachen? Wo und wie haben Sie die gläserne Decke identifiziert, an die Soldatinnen stoßen? Sie wollen, dass in Ihrer ersten Amtszeit noch zu einer ersten Frau General außerhalb des Sanitätsdienstes kommt. Wissen Sie, dass es hierzu bereits jetzt schon eine Frau Oberst geben müsste, damit dies in dieser Legislatur überhaupt möglich ist? Ich möchte Ihnen mal drei Dinge sagen. Zum Begriff Job. Der Soldatenberuf ist kein Beruf wie der andere und deshalb passt der Begriff Job schon gar nicht. Und zweitens, da Frauen erst seit dem Jahr 2000 den aktiven Militärdienst in der Bundeswehr ausüben können, ist es überhaupt nicht möglich, dass Frauen bereits heute Oberst sind und deshalb gibt es auch keine außerhalb des Sanitätsdienstes. Und drittens, Regierung und Parlament haben in den letzten Jahren alles daran gesetzt, dass es verschiedene Förderprogramme für Soldatinnen in der Bundeswehr gibt und dass eventuelle Karrierenachteile beispielsweise aufgrund von Elternzeit ausgeglichen werden. Ich möchte deswegen festhalten, es gibt keine gläserne Decke und wer das behauptet, der schadet der Bundeswehr und irritiert vor allem die Frauen und Männer des Personalmanagements. Außerdem wird damit den Soldaten ihr ein ehrenrühriges und unkameradschaftliches Verhalten unterstellt und das weise ich ausdrücklich zurück. Frau Ministerin, weder im Koalitionsvertrag noch in der heutigen Rede ist eine klare Marschrichtung in der Verteidigungspolitik deutlich gemacht worden. Wo ist die im Koalitionsvertrag beschriebene Bestandsaufnahme? Da sind einige Ihrer Kabinettskollegen deutlich weiter, mir scheint, die haben sich über den Jahreswechsel intensiv in ihre neuen Aufgaben reingearbeitet. Und Frau Ministerin, als Fachpolitiker wissen wir, dass die Bundeswehr weiter modernisiert werden muss. Generalinspekteur General Zorn sowie Ihre Vorgängerin Kramp-Karrenbauer hatten in den letzten 12 Monaten, gerade auch mit Blick auf den strategischen Kompass der EU, abgeleitet aus der gemeinsamen Bedrohungsanalyse aufgezeigt, wo die Lücken zwischen Auftrag und Verteidigungshaushalt sind. Wie wollen Sie damit umgehen? Die Untersuchungen und Anpassungsoptionen liegen alle auf dem Tisch. Und wann entscheiden Sie? Wie geht es mit dem Haushalt weiter? Da kann man sagen, ja, das ist eine Binse. Natürlich muss er steigen. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, mit Blick auf den Koalitionsvertrag stelle ich fest, statt klarer Bekenntnisse zu unseren Bündnisverpflichtungen wird das NATO-2-Prozent-Ziel heimlich kassiert. Und unter dem Deckmantel eines 3-Prozent-Ziels für internationales Handeln wird in Wahrheit die Ausgabenkürzung der Bundeswehr vorbereitet. Und damit ist die dringende, notwendige und geplante Vollausstattung der Truppe gefährdet. Und das werden wir Ihnen von der Regierungskoalition, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nicht durchgehen lassen. Und Frau Ministerin, die CDU-CSU-Fraktion hat sich schon immer ganz besonders für die Sicherheitspolitik und für unsere Bundeswehr eingesetzt. Und deshalb erlauben wir uns noch ein paar konkrete Forderungen an Sie zu richten. Leiten Sie die sofortige Nachfolgebeschaffung des Tornados ein. Die Fakten liegen alle auf dem Tisch. Riskieren Sie durch Verzögerung nicht höhere Ausgaben, unnötige Fähigkeitslücken und den Vertrauensverlust bei unseren Partnern.
Halten Sie an der nuklearen Teilhabe fest. Sie ist und bleibt fundamentaler Bestandteil der NATO und ist ein zentraler Beitrag Deutschlands für die Sicherheit Europas. Entscheiden Sie schnell über den dringend benötigten schweren Transporthubschrauber. Sorgen Sie dafür, Sie haben das beschrieben, unter welchen Voraussetzungen unsere Soldatinnen und Soldaten in Mali Dienst leisten. Sorgen Sie dafür, dass unsere Kräfte in der Sahelzone schnellstens durch bewaffnete Drohnen geschützt werden. Und stellen Sie sicher, dass wir am Ende dieser Legislaturperiode die Führungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft einer Heeresdivision nicht nur per PowerPoint, sondern real verfügbar haben. Wir haben das, zuletzt der frühere Außenminister Maas, international zugesichert. Und wir brauchen voll ausgestattete, führungsfähige und aus sich heraus einsatzfähige Landstreitkräfte. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundesministerin, wie ernst die sicherheitspolitische Lage ist, zeigt die Situation an der ukrainischen Grenze. Und ich bin dankbar, dass Sie diese auch nicht nur erwähnt, sondern vollumfänglich dargestellt haben. Wir teilen das. Diese Realitäten zeigen, dass im Zweifel es notwendig ist, einem zu allen Mitteln entschlossenen Herausforderer ebenso entschlossen entgegentreten zu können. Nur das wird ihn erfolgreich aufhalten. Und deshalb brauchen wir eine starke Bundeswehr, eine starke NATO und ein starkes, freies Europa, das zusammenhält. Und abschließend möchte ich allen unseren Soldatinnen und Soldaten sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundeswehr zurufen: Danke für Ihren Dienst und Gottes Segen für Ihr zukünftiges Schaffen. Herzlichen Dank. Während das Pult hier vorbereitet wird, wofür ich mich übrigens herzlich bedanke, dass das inzwischen in dieser Weise auch läuft, gestatte ich mir den Hinweis, dass die Allgemeinverfügung der Präsidentin eindeutig ist. Die Maske kann am Redepult abgenommen werden. Die amtierenden Präsidentinnen und Präsidenten tragen keine Maske. Und natürlich zur Kurzintervention am Mikrofon kann man zur besseren Verständlichkeit die Maske abnehmen. Zwischenrufe sind nicht in der Allgemeinverfügung beinhaltet. Ich bitte Sie, darauf zu achten. Nun hat aber die Kollegin Agnieszka Brugger für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sicherheit, Frieden und internationale Zusammenarbeit sind leider keine Selbstverständlichkeiten. Sie müssen gelebt, erarbeitet und in Krisenzeiten auch immer wieder beschützt werden. Wenn Autokraten mit Menschenrechtsverletzungen und militärischer Aggression oder mit Erpressungsmanövern ihre geopolitischen Machtinteressen durchdrücken wollen, wie wir es gerade durch die Kremlführung in der Ukraine sehen, dann ist das weder in unserem Interesse, noch dürfen wir uns das bieten lassen. Es bedeutet, unsere Gesellschaften vor gezielter Spaltung zu schützen, unsere bisherigen Bündnisse zu stärken und neue Allianzen zu schmieden. Verantwortungsvolle Sicherheitspolitik in einer hochvernetzten Welt bedeutet aber auch vor allem ein kluges Zusammenspiel von Diplomatie, Entwicklung und Verteidigung. Wer zum Beispiel Waffen an Autokraten oder Aggressoren genehmigt, stellt Geschäftemacherei über die glaubwürdige Botschaft für internationales Recht und trägt am Ende zu Instabilität und im schlimmsten Fall zu Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen bei. Deshalb ist eine strengere und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik mit einem Gesetz, wie wir sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben, ein aktiver und starker Beitrag zu mehr Sicherheit. Und gerade weil die Zeitfenster für nukleare Abrüstung so selten und so wertvoll sind, wäre es fatal, sie verstreichen zu lassen. Deshalb braucht es gerade in schwierigen Zeiten und immer in enger Abstimmung und mit Solidarität mit unseren Partnern eine Offensive für Rüstungskontrolle und auch den Beobachterstatus beim Atomwaffenverbotsvertrag und weitere Abrüstungsinitiativen, wie wir sie miteinander vereinbart haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade weil Kohärenz in der Sicherheitspolitik so wichtig ist,
Herr Kollege Hahn, war ich doch schon sehr verwundert über Ihre Rede. Ich weiß nicht, was Sie mit dem Wort Marschrichtung meinen. Wenn ich an die letzten Jahre hier zurückdenke, erinnere ich vor allem mehrere Ministerinnen und Minister aus Ihrer Partei, die einfach mal international vorgeprescht sind, ohne sich mit den anderen Ressorts, ohne sich mit dem Koalitionspartner abzustimmen. Frau Ministerin, ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken. In diesen wenigen, aber doch sicherheitspolitisch sehr unruhigen Wochen haben wir eine andere Kultur der Zusammenarbeit erlebt. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Sicherheitspolitik erfolgreich sein kann. Und dafür braucht es auch nicht dieses altväterliche Mainsplaining, was wir hier gerade von der Union gesehen haben. Und ja, mit der Ampel wird noch einiges mehr anders und ich würde auch sagen, besser in der deutschen Sicherheitspolitik. Es ist doch ein Novum, dass ein Untersuchungsausschuss nicht von der Opposition eingefordert wird, sondern dass sich die Parteien im Rahmen der Sondierungsgespräche auf die Einrichtung eines solchen zur Aufklärung der Ereignisse rund um den Abzug aus Afghanistan verständigt haben. Das ist eine andere politische Kultur, die sich Verantwortung und Realität stellt, nicht um abzurechnen, sondern um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und sie in der Zukunft nicht zu wiederholen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 16 Jahren Union im Verteidigungsministerium blicken wir auch zurück auf 16 Jahre mit vielen Skandalen, viel PR-Spektakel, einer unrealistischen Trendwende nach der nächsten. Viele Probleme sind einfach verschleppt und vertagt worden, sie haben sich verschärft und damit muss nun endlich Schluss sein. So skizzieren wir zum Beispiel in unserem Koalitionsvertrag mit nur ganz wenigen Worten eine sehr grundlegende Umkehr bei den Beschaffungsentscheidungen, weg von einer Politik, die sich vor allem an den Wahlkreiswünschen von Unionsabgeordneten und den Interessen der Rüstungsindustrie orientiert, sondern den Bedarf der Bundeswehr und den verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld in den Mittelpunkt stellt. Und das ist sowas von überfällig, meine Damen und Herren. Wir wollen aber auch die persönliche und materielle Ausstattung, die Vereinbarkeit von Familie und Dienst, die Führungskultur, die Fürsorge und all das, was auch hier liegen geblieben ist, zusammen angehen. Im Sinne der so, so vielen engagierten Menschen bei der Bundeswehr, die ihren Dienst mit einer so hohen Einsatzbereitschaft und beeindruckenden Überzeugung unter schwierigen Bedingungen leisten. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und es ist auch nicht nur Ausdruck von Dankbarkeit und Wertschätzung, sondern auch ganz entscheidend für die Frage, wer sich mit welcher Motivation für diese schwierige Aufgabe entscheidet. Denn zu Recht stellt unsere Gesellschaft sehr hohe Anforderungen an all diejenigen, die im Auftrag unseres Staates das Gewaltmonopol ausüben und den Zugang zu militärischer Ausbildung und zu Waffen haben. Es gibt in der Bundeswehr nicht nur eine sehr hohe Impfquote, sondern die Soldatinnen und Soldaten leisten schon lange Beeindruckendes bei der Bewältigung der Pandemie. Aber die Fälle von radikalen Verschwörungsideologen beschädigen gerade die tolle Arbeit so vieler Menschen aus der Bundeswehr und auch das Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden. Und das sind keine kleinen Einzelfälle, wie auch die Enthüllungen rund um rechtsextremistische Fälle der letzten Jahre deutlich zeigen. Alle Verächter unseres Staates in unseren Sicherheitsbehörden sind ein eklatantes Sicherheitsrisiko. Und Frau Ministerin, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das in dieser Klarheit heute hier angesprochen haben. Wir müssen mit großer Wachsamkeit noch genauer hinschauen, lückenlos aufklären. Auch gerade die Verbindung zwischen Rechtsextremismus und Antisemitismus, zwischen Reichsbürgern und Verschwörungsideologen im Blick haben und bei den erkannten Fällen noch viel entschlossener, schneller und härter handeln. Auch dazu haben wir uns im Koalitionsvertrag verpflichtet. Denn wer unseren Staat ablehnt, kann und darf nicht in seinen Diensten stehen. Meine Damen und Herren, gemeinsam haben wir uns viel vorgenommen. Und wir wollen aus der Mitte Europas heraus und gemeinsam mit unseren vielen Partnern, mit Kooperation, mit Klarheit und Konsequenz für Frieden, Sicherheit und Menschenrechte eintreten und dabei deutlich machen, eine Politik der Werte ist auch eine Politik der Stärke. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Rüdiger Lukassen für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Sie haben einen gesunden Abgeordneten, der täglich seinen Corona-Test negativ nachweist, aus dem Plenarsaal verwiesen und verbannt. Sie haben die Macht dazu. Aber ob das klug ist, wird sich schnell erweisen. Der vor fast 160 Jahren ermordete Präsident Abraham Lincoln sagte: Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Sehr geehrte Präsidentschaft, laden Sie bitte möglichst schnell zu einer interfraktionellen Besprechung ein, die geeignet ist, eine Lösung zu finden, die diesem Haus die Würde und den Respekt zurückverleiht, die es vor den Augen der Bürger in unserem Land dringend benötigt. Herr Abgeordneter Lukassen, ich habe die Uhr angehalten. Das heißt, von Ihrer verbleibenden Redezeit wird jetzt nichts weggehen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Ihnen nicht das Recht zusteht, die amtierende Präsidentin in ihrer Amtsführung in der laufenden Sitzung zu kritisieren und ihr Handeln zu bewerten. Im Wiederholungsfall behalte ich mir den entsprechenden Ordnungsruf und die vorgesehenen Maßnahmen zu. Für alle, die noch nicht so lange unter uns sind, sollte es, und das kann vorkommen, auch berechtigte Kritik am Handeln von amtierenden Präsidentinnen und Präsidenten geben, dann gibt es einen Ort und ein Gremium, in dem das geklärt wird. Das ist der Ältestenrat des Deutschen Bundestages, in dem alle Fraktionen vertreten sind. Und sollte es zu fehlerhaften Einschätzungen gekommen sein oder anderen Dingen, dann wird dies selbstverständlich auch öffentlich nachvollziehbar kritisiert. Sie haben das Wort jetzt zu Ihrem Redebeitrag namens der AfD-Fraktion. Danke, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Lambrecht, nehmen Sie es einem klassischen Verteidigungspolitiker wie mir nicht übel, wenn die Erwartungen an Ihre Amtsführung nicht sehr groß sind. Das hat zwei Gründe. Zum einen erklärten Sie selbst noch im November 2020 Ihren Ausstieg aus der Politik. Stichwort Glaubwürdigkeit. Zum anderen haben wir in den vergangenen 8 Jahren viel Erfahrung mit fachfremden Verteidigungsministerinnen machen können. Dass wir da voreingenommen sind, ist menschlich. Aber sollte es doch anders als erwartet kommen und Sie schaffen es, die Bundeswehr voranzubringen, so wie Sie es heute auch schon angedeutet haben, werde ich meine Voreingenommenheit an dieser Stelle als Fehler zugeben. Im Übrigen, das sei an dieser Stelle auch gesagt, haben Ihre männlichen Amtsvorgänger ebenfalls versagt. Weder also ein Mann als BMVG-Chef ist ein Garant für solide Verteidigungspolitik und schon gar nicht war es die CDU. Die Aufgaben, die vor Ihnen liegen, sind immens. Es sind im Großen und Ganzen die gleichen geblieben wie bei Ihren Vorgängerinnen. Exemplarisch will ich nennen: Erstens die großen Beschaffungsvorhaben. Elementare Waffensysteme brauchen dringend Nachfolger. Tornado, schwerer Transporthubschrauber. Ganze Fähigkeitslücken müssen geschlossen werden. Taktisches Luftverteidigungssystem, bewaffnete Drohnen. Zweitens, die Personalgewinnung der Bundeswehr muss zukunftsfähig gemacht werden. In den Fachblättern wird seit Wochen über eine weitere Verkleinerung der Bundeswehr gemunkelt. Das wäre eine fatale Entscheidung für die Sicherheit Deutschlands. Der ehrliche Grund für diese Planspiele ist folgender. Seit Aussetzung der Wehrpflicht vor 10 Jahren ist es zu keinem Zeitpunkt gelungen, ausreichend Personal für die Bundeswehr zu gewinnen. Es wäre ein fataler Ausweg, über eine Reduktion der Truppenstärke nachzudenken. Das wäre ein Offenbarungseid. Und drittens,
Unterziehen Sie die Auslandseinsätze der Bundeswehr einer ernsthaften Prüfung. Tun Sie das, was alle Bundesregierungen immer sagten, und ziehen Sie die Lehren aus dem gescheiterten Afghanistan-Einsatz. Die deutschen Kontingente in Mali und im Irak tragen eben nicht zur Stabilisierung bei. In Mali wird am laufenden Band geputscht und im Irak beschießen sich die Volksgruppen mit Raketen. Und mittendrin unsere Bundeswehr mit unklarem Auftrag und ohne Strategie. Im besten Fall schaffen es unsere Soldaten, und Sie haben es vorhin selbst gesagt, keine Verluste zu erleiden. Das ist aber zu wenig. Frau Ministerin, um wirklich erfolgreich an die Großbaustellen der Bundeswehr gehen zu können, müssten Sie aber das tun, was seit 1990 keiner Regierung gelungen ist. Sie müssten eine Etage höher gehen und die Daseinsfrage für die Bundeswehr endlich belastbar beantworten. Wozu wollen wir deutsche Streitkräfte haben? Eine ganz einfache Frage mit einer extrem schwierigen Antwort. Vielleicht hilft die folgende Herangehensweise. Stellen Sie sich vor, Deutschland hätte keine Bundeswehr. Für welchen Zweck würden Sie sie aufstellen? Um sie nach Mali oder in den Irak zu senden? Wohl kaum. Um sie in Gesundheitsämtern oder bei Aufräumarbeiten nach einer Naturkatastrophe einzusetzen? Sicherlich nicht. Gehen Sie diese Liste weiter durch und Sie kommen am Ende zwangsläufig bei der einzig vertretbaren Aufgabe für deutsche Streitkräfte an: die Daseinsvorsorge für die Bundesrepublik Deutschland sicherzustellen, so wie es im Grundgesetz steht. Aber die wirkliche Schwierigkeit besteht darin, zu definieren, was die Bundeswehr dazu benötigt. Um diese Frage seriös zu beantworten, braucht man eine ehrliche Bedrohungsanalyse, nicht nur für heute, sondern für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Man muss die Verlässlichkeit von Bündnissen abschätzen und man muss den deutschen Anspruch in Europa und in der Welt definieren. Wenn dies alles steht, dann fallen auch alle anderen Fragen der Verteidigungspolitik leichter. Wie viele Soldaten brauchen wir, wie viele Panzer, Schiffe, Drohnen brauchen wir und welchen Ansprüchen müssen unsere Soldaten genügen? Ich möchte Ihnen deshalb vorschlagen, eine Veranstaltungsreihe unter Führung des BMVG zu initiieren, als Startschuss für diese wichtige Frage: Wozu brauchen wir Streitkräfte? Und wenn Sie heute erwähnt haben, dass Sie das Beschaffungswesen grundsätzlich und gründlich erneuern wollen, dann empfehle ich Ihnen, da anzufangen, wo wir alle den Abholpunkt haben, beim Grundgesetz, und sich zu überlegen, ob die Trennung von 87a und b noch zeitgemäß ist. Frau Ministerin Lambrecht, für mich haben Sie den wichtigsten Posten im Bundeskabinett inne. Sie sind verantwortlich für die Daseinsvorsorge unseres Landes, käme es einmal zum Äußersten. Auch hier im Saal, aber auch in der Gesellschaft täten alle gut daran, sich dieses wieder mehr bewusst zu machen, damit die Vorbereitung auf das Schlimmste gelingt und dieses in Gottes Namen nie eintreten möge. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Dr. Markus Faber für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir sind die Fortschrittskoalition, auch im Bereich Verteidigung. Wir packen jetzt das an, was die Kolleginnen und Kollegen von der Union 16 Jahre lang liegen gelassen haben, was ihnen 16 Jahre lang zu heiß war. Deswegen, Herr Hahn, fand ich Ihre Diffamierungsversuche hier gerade von hier vorne auch völlig deplatziert. Sie hatten 16 Jahre lang Zeit. Unsere Arbeit beginnt jetzt und wir machen sie auch. Ich möchte mich hier auf drei Fortschrittsthemen konzentrieren. Erstens, Deutschlands Rolle in der Welt.
Wir stehen mit dieser Koalition zu unseren Verpflichtungen in den internationalen Organisationen, in denen wir Mitglied sind. In den Vereinten Nationen, in der Europäischen Union, aber eben auch unter den 30 NATO-Staaten. Die Verträge, die diese Republik dort unterschrieben hat, die werden wir auch einhalten, und zwar gegenüber allen unseren Partnern, das heißt auch unseren Partnern in Osteuropa. Und meine Damen und Herren, es ist völlig verständlich, wenn man sich beispielsweise mal die baltischen Staaten anguckt, dass die mit großer Sorge und Angst an die russisch-ukrainische Grenze gucken, wenn das Regime Putin dort über 130.000 Mann in voller Ausstattung zusammenzieht. Wenn man sich die baltische Geschichte vergegenwärtigt, dann weiß man, dass sie sich zu Recht Sorge machen und einen Anspruch haben an die größte Volkswirtschaft Europas, das einwohnerstärkste Land in der Mitte Europas, ihren Bündnispartner, dass wir unsere Verpflichtungen in der NATO erfüllen. Und diese Koalition sagt, wir werden diese Verpflichtungen auch zu 100% erfüllen, meine Damen und Herren. Zweitens, Ausrüstung. Wir wollen, dass diese Bundeswehr im 21. Jahrhundert ankommt. Dazu gehört zuallererst auch die persönliche Ausrüstung der 185.000 Soldatinnen und Soldaten. Das sind häufig einfache Dinge. Das ist ein Helm, in dem man Kommunikation integrieren kann. Das ist eine Schutzweste, mit der man sich auch noch bewegen kann. Und das sind auch Hosen und Stiefel, die zeitgemäß sind, um mal bei den einfachen Dingen anzufangen. Und das muss im Einsatz in ausreichender Zahl vorhanden sein, beispielsweise auch in Mali bei 40 Grad im Schatten. Und das muss aber auch zu Hause im Training und in der Übung und im Grunddienst vorhanden sein. Daran werden wir jetzt arbeiten. Wir müssen die Hürden im Beschaffungswesen abschaffen. Wir müssen die Prozesse schneller machen. Das ist die erste Aufgabe. Und dann können wir uns auch dem dritten Punkt annehmen, und das sind die Großprojekte. Die Großprojekte, die über Jahre verschleppt worden sind. Der schwere Transporthubschrauber wurde hier schon erwähnt. Ich bin aber auch sehr dankbar, dass die Ministerin jetzt auch in den ersten Wochen schon auf die Koalitionsfraktionen zugekommen ist, mit dem Bundeskanzler das Gespräch gesucht hat, um beispielsweise den museumsreifen Tornado endlich einer Nachfolge zuzuführen, damit wir endlich eine Variante haben, damit wir hier auch die Bundeswehr im 21. Jahrhundert verankern. Und wir haben im Koalitionsvertrag dafür auch die nötige Grundlage gelegt, denn im Koalitionsvertrag finden wir 3% für vernetzte Sicherheit. Außenpolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Verteidigung aus einem Guss. Das ermöglicht uns, diese 3% des Bruttosozialprodukts ermöglichen es uns zu investieren, den Investitionsstau, den Sie nach 16 Jahren hinterlassen haben, endlich aufzuräumen. Das packen wir jetzt an. Ich möchte mich zum Schluss bedanken, zum einen bei den Genossinnen und Genossen. Sie haben es ermöglicht, dass wir jetzt auch bewaffnete Drohnen beschaffen. Ich weiß, das war für Sie kein leichter Weg, der war steinig und schwer, aber Sie sind ihn gegangen. Und dafür bin ich Ihnen dankbar, das war überfällig und das ist wichtig zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Ich möchte mich bedanken auch bei den Freundinnen und Freunden von den Grünen. Dank Ihnen können wir jetzt auch die Nachfolge des Tornados in dieser Koalition angehen und damit auch dafür sorgen, dass Deutschland alle seine Verpflichtungen in der NATO erfüllt, inklusive der nuklearen Teilhabe mit neuen Kampfjets. Das ist sehr wichtig, und dafür möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken. Und last but not least möchte ich mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Union bedanken. Sie haben nämlich etwas sehr Wichtiges vollbracht. Sie haben die Stühle freigemacht, damit wir Ihren Investitionsstau jetzt aufarbeiten können, damit wir Ihren Scherbenhaufen jetzt zusammenfegen können. Dafür bedanke ich mich und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Faber. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie herzlich am Freitagmittag. Und als Nächster in dieser Debatte erhält das Wort für die Linke der Kollege Ali al-Dailami. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich muss sagen, es ist schon erstaunlich und besorgniserregend zugleich, wie die Bundesregierung in den letzten Wochen in zentralen Fragen der Verteidigungs- und Außenpolitik aufgetreten ist.
Da verkündet die Verteidigungsministerin, sie wolle Putin, sie wolle Putin nun ins Visier nehmen. Die Außenministerin wiederum verwebt die Frage von Nord Stream 2 mit dem Ukraine-Russland-Konflikt und plädiert für eine härtere Gangart, damit dann der Bundeskanzler um die Ecke kommen muss, um beides wieder einzukassieren. Danach reiben sie sich verwundert die Augen, weil Russland und die USA zum Glück nun direkt miteinander reden und verlangen, dass man über ihren Kopf nichts entscheiden darf und soll. Ich sage Ihnen, wer so uneinheitlich und widersprüchlich agiert, der braucht sich doch nicht ernsthaft darüber zu wundern, dass er nicht als erster Gesprächspartner in Frage kommt. Und zum anderen offenbart das doch nur die machtpolitischen Realitäten, nämlich, dass die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik in den entscheidenden Fragen den geopolitischen Interessen der USA untergeordnet ist. Und damit muss endlich Schluss sein, meine Damen und Herren. Sie haben auch dem Druck der USA innerhalb der NATO nachgegeben und wollen nun die Rüstungsausgaben weiter steigern. Um eben das zu verschleiern, bisher jedenfalls, sind Sie dem Rat des bisherigen Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz gefolgt und haben einfach mal nach dem Motto Tricksen, Täuschen, Tarnen die Ausgaben für Verteidigung, Entwicklung und Diplomatie einfach mal so zusammengelegt. Und heute haben Sie zum ersten Mal, Frau Verteidigungsministerin, dankenswerterweise offen ausgesprochen, dass Sie aufrüsten wollen und haben sogar die Unterstützung der AfD. Ich kann Ihnen versichern, wir werden weiterhin die einzige Fraktion in diesem Hause sein, die konsequent für Abrüstung streiten wird, meine Damen und Herren. Und Frau Verteidigungsministerin, aus der Presse und eben nicht im dafür zuständigen Verteidigungsausschuss durften wir erfahren, dass Sie sich in einer Unterredung mit dem Bundeskanzler darauf verständigt haben, die Bewaffnung der Bundeswehrdrohnen voranzutreiben. Wie das mit dem im Koalitionsvertrag erwähnten weltweiten Friedensförderung zusammenpassen soll, ist genauso schleierhaft wie die Tatsache, dass Sie sich eigentlich in der Vergangenheit immer gegen eine solche Form der Bewaffnung ausgesprochen haben. Und bereits jetzt sind tausende zivile Opfer die Folge der bisherigen völkerrechtswidrigen Drohnenmorde der USA. Und diese zivilen Opfer sind wiederum mit die Grundlage für den Hass auf jene, die diese Waffen einsetzen, und mit das beste Rekrutierungsinstrument für terroristische Gruppen, also völlig kontraproduktiv. Und die Anzahl der zivilen Opfer liegt darin begründet, dass der Einsatz der Drohnen eben nicht so zielgenau und sicher ist, wie immer wieder behauptet wird, aber auch, weil die Hemmschwellen beim Einsatz solcher Waffen deutlich gesenkt werden. Und dieser Völkerrechtsbruch und die zivilen Opfer wären auch ohne die Satelliten-Relay-Station im rheinland-pfälzischen Ramstein so nicht möglich. Deshalb kommen Sie zur Besinnung, beenden Sie diesen Völkerrechtsbruch, schließen Sie die Drohnenmordzentrale in Ramstein und lassen Sie die Finger weg von den bewaffneten Drohnen, meine Damen und Herren. Und zu allerletzt, Sie begründen immer, ja, Frau Strack-Zimmermann, ist anstrengend zuzuhören, und zu allerletzt, Sie begründen immer wieder die Aufrüstung mit dem Schutz der Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Ich sage Ihnen, der beste Schutz der Soldatinnen und Soldaten ist es, sie erst gar nicht in irrsinnige und zum Scheitern verurteilte Auslandseinsätze zu entsenden, wie derzeit in Mali, wo wir für eine Putschregierung deren Sicherheitskräfte ausbilden, und wie zuvor 20 Jahre in Afghanistan. Kehren Sie zum Grundgesetz zurück, beenden Sie die Auslandseinsätze. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Al-Dailami. Und es folgt für die SPD-Fraktion der Kollege Wolfgang Hellwig. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich halte es für unerträglich, aus den Kreisen der Fraktion Die Linke gegen die Sozialdemokraten im Begriff zu hören, wir wären Kriegstreiber und Rüstungslobbyisten. Das ist ein Maß von Unverständlichkeit, dass Sie sich da anmaßen, dass ich hier ganz deutlich zurückweise. Und es zerstört jede Form der Möglichkeit, irgendwo parlamentarisch zusammenarbeiten zu können. Und Frau Ministerin, ich möchte mich ausdrücklich bei Ihnen bedanken. Ihr schneller Besuch in Litauen, in Jordanien und im Irak und der Ihrer Staatssekretärin in Mali hat eindrucksvoll unterstrichen, dass Ihnen die Soldatinnen und Soldaten
Ihr Einsatz und Ihre Leistung für unser Land dort, wohin wir Sie entsenden, sehr am Herzen liegen. Ich möchte auch für die Einladung an die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses bedanken. Steht Ihnen wahrscheinlich selber persönlich besser zu, aber mir fällt es auf, Sie nach Jordanien in den Irak zu begleiten. Hat dies doch deutlich gemacht, dass Sie auf enge Zusammenarbeit mit dem Parlament und insbesondere mit dem Verteidigungsausschuss setzen. Vor dem Hintergrund der Bundeswehr als Parlamentsarmee ist das mehr als eine Geste. In den vergangenen Jahren hätte ich mir dies auch so gelegentlich mal von anderen gewünscht. An dieser Stelle möchte ich den Kollegen Hahn aufnehmen. Steht nicht auf meinem Zettel, aber es fordert heraus. Das ist auch gut so. Die Bilanz, die Sie von 16 Jahren CDU-Verantwortung für das Ministerium gezogen haben, ist mehr als blamabel. Das stimmt. Und wenn ich mir das letzte Jahr anschaue, wenn wir uns auseinandergesetzt haben, auch in der Koalition politisch, dass wir ein Jahr lang schlichtweg einen Wahlkampf der CDU-CSU zulasten der Bundeswehr erleben durften und mussten, ist genauso blamabel. Erinnern Sie sich deutlich an die Gespräche über den Haushalt, wo wir davor gewarnt haben, einfach mal alles ohne Priorisierung durchzuschieben, wohl wissend, dass das politisch und finanziell gar nicht unterlegbar ist. Und Sie haben es trotzdem getan, vielmehr Ihre Ministerin, ein gravierender politischer Fehler, der zulasten der Truppe gegangen ist. Und das finde ich blamabel, hier dann so auch nicht damit sozusagen. Sehr geehrte Damen und Herren, das klare und unmissverständliche Bekenntnis zu den Bündnisverpflichtungen in der NATO ist von unseren Partnernationen als Versprechen wahrgenommen, für ihre Sicherheit ohne Einschränkung einzustehen. Das Versprechen werden wir einlösen, so wie Sie Ihr Versprechen einlösen, für unsere Sicherheit einzustehen. Und diese notwendige Geschlossenheit ist die Voraussetzung dafür, dass man auch mit Russland Gespräche führen kann. Und der NATO-Russland-Rat hat eindrücklich bewiesen, dass diese Geschlossenheit da ist, mehr denn je unter Beweis gestellt, die Handlungsfähigkeit der NATO. Unsere Partner in der NATO erwarten von uns, dass wir dort eine Rolle übernehmen, die dieses aktiv unterstützen und treiben. Das tun wir. Und wenn wir über Ausbildung, Ausrüstung, Interoperabilität und Kohärenz der Systeme, Lastenteilung und Fähigkeitsentwicklung sprechen, und das sind hier nur einige Stichworte, die auch für die anzustrebende europäische Konsolidierung der Rüstungsindustrie gelten, dann gilt das genauso gut für die NATO. Dafür, um dieses alles tun zu können, brauchen wir hochmotivierte Soldatinnen und Soldaten, die stolz sind, ihren Job auch und ihre Arbeit tun zu können. Und auch zivile Beschäftigte, an die wir genauso gut zu denken haben. Und deshalb finde ich es gut und sehr bemerkenswert und unterstütze es ausdrücklich, dass ich hier Formulierungen höre und Vorschläge höre gestern und heute über die Ruhestandsfähigkeit von Zulagen. Ich glaube, das sind wichtige Maßnahmen, um nämlich auch in der sozialen Ausgestaltung des Soldatenberufes und ich sage auch der zivilen Beschäftigten ausdrücklich dazu, über diese Maßnahmen die Attraktivität des Soldatenberufes und der Attraktivität des Engagements bei der Bundeswehr zu unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen wir uns ans Werk. Es gibt viele Dinge, die zu tun sind, und sie dulden keinen Aufschub. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Helmich. Als nächstes erhält das Wort für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Kerstin Vierge. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn wir hier im Parlament über die deutsche Verteidigungspolitik und die Bundeswehr reden, geht es vorrangig um die Fragen des Verteidigungshaushaltes, der Auslandseinsätze oder um große Rüstungsvorhaben. Jedoch stehen wir unserer Parlamentsarmee gegenüber in der Pflicht, auch die sozialen Rahmenbedingungen der Soldatinnen und Soldaten sowie der zivilen Beschäftigten der Bundeswehr auf höchster Ebene zu behandeln. Gerade Verteidigungspolitik hat eine soziale Dimension, die keinesfalls vernachlässigt werden darf. Die Regierung hat sich im Koalitionsvertrag in dieser Dimension einige Ziele gesetzt. Dazu zählen
den Personalkörper Demografie festzumachen, die Attraktivität des Dienstes zu erhöhen, den Übergang von Soldaten auf Zeit in die freie Wirtschaft zu verbessern, das politische Bildungsangebot zeitgemäßer zu gestalten und auszubauen, sowie die Betreuung und Fürsorge von Soldaten vor, während und nach den Einsätzen zu erweitern. Diese Ziele der Regierung sind begrüßenswert, und ich wünsche der Regierung und der Verteidigungsministerin Frau Lambrecht bei deren Umsetzung viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass den Kollegen aus den Regierungsparteien jetzt recht wäre, wenn ich meine Rede beenden würde. Aber den Gefallen kann ich Ihnen leider nicht tun, denn wir Lipper sind von Natur aus immer kritisch und haben auch was zu meckern. Seit dem personellen Tiefstand des Juni 2016 ist der Personalbestand der Bundeswehr kontinuierlich angewachsen, liegt aber dennoch unter der angestrebten Personalstärke von 203.000. Nichtsdestotrotz gilt es festzuhalten, dass die Trendwende Personal einen beachtlichen Erfolg darstellt. Umso klarer wird es vor dem Hintergrund des Megatrends des demografischen Wandels. Diese nicht aufzuhaltende Entwicklung ist bereits jetzt eine strategische Herausforderung. Geeignetes Personal zu gewinnen ist unerlässlich. Qualifiziertes Personal zu halten aber genauso. Und somit muss auch die Personalretention im selben Atemzug genannt und adressiert werden. Des Weiteren ist die Absicht der Regierungskoalition, den Übergang von Soldaten auf Zeit in die freie Wirtschaft zu verbessern, gut. Aber es ist genauso wichtig, den Binnenarbeitsmarkt der Bundeswehr zu stärken. Der ausscheidende Soldat auf Zeit, der mit der Arbeitsweise der Truppe und der Wehrverwaltung vertraut ist, ist auch in Zivil eine Bereicherung für die Bundeswehr. Dabei sollte auch nicht vergessen werden, dass im öffentlichen Dienst ebenfalls Personalmangel herrscht. In den nächsten 10 Jahren wird knapp ein Viertel der im öffentlichen Dienst Beschäftigten das Pensionsalter erreichen. Und hier muss gehandelt werden, da ein leistungsfähiger öffentlicher Dienst genau wie der Bundeswehr ein Grundpfeiler unseres Staates konstituiert. Um neues Personal zu gewinnen und qualifiziertes Personal zu halten, wurden in der Vergangenheit viele Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber in die Tat umgesetzt. Die Arbeitsbedingungen wurden verbessert, die Besoldung angepasst und die soziale Absicherung der Angestellten ausgeweitet. Dadurch hat sie enorm an Attraktivität zugewonnen. Natürlich wollen wir auch das kostenlose Bahnfahren in Uniform nicht unerwähnt lassen. Und dennoch, es gibt weiterhin viel zu tun. Der Dienst in einer Pendlerarmee und die damit verbundenen ständigen berufsbedingten Ortswechsel stellen eine enorme Herausforderung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar. Dort, wo es möglich ist, muss das flexible, mobile Arbeiten ausgeweitet werden, auch nach der Pandemie, und bei der Personalplanung verstärkt auf heimatnahe Verwendung gesachtet werden. Wenn heimatnahe Verwendung nicht ermöglicht sein kann, dann muss sichergestellt werden, dass die finanziellen Mehraufwendungen schnellstmöglich ausgeglichen werden. Ebenfalls muss die Ausstattung in den Kasernen und auch die Infrastruktur der Bundeswehr modernisiert und verbessert werden. Eine zeitgemäße Ausstattung ist unerlässlich. Die Absicht, auch hier das Tempo zu erhöhen, ist gern gesehen. Zusammenfassend, die von der Regierung gesetzte Marschrichtung ist in Ordnung. Dabei gilt es aber zu betonen, dass diese größtenteils lediglich die Fortsetzung eines bereits eingeschlagenen Weges darstellt. Überrascht hat mich Ihre Aussage zu den höheren Finanzmitteln. Denn Maßnahmen zur Erreichung dieser eben genannten Ziele, die haben ein Preisschild. Und ohne die Hinterlegung der erforderlichen Finanzmittel verbleiben nur Worthülsen. Lippenbekenntnisse bringen uns und auch die Truppe nicht voran. Angesichts des gekürzten Verteidigungshaushaltes im Finanzplan bis 2025 habe ich momentan noch erhebliche Bedenken, dass es möglich sein wird, die soziale Dimension der Verteidigungspolitik zu stärken und zeitgleich die Bundeswehr strukturell und materiell vollumfänglich mit ihren Aufgabenwahrnehmung zu befähigen, um somit unsere Zusagen an unsere Verbündeten einzuhalten. Wir alle, nicht nur die Regierungsparteien, wollen eine bestmöglich ausgestattete Bundeswehr. Wir als Union sind aber davon überzeugt, dass bestmöglich ausgestattet mit den zu erwartenden Finanzmitteln nicht gut genug sein wird. Frau Ministerin, das Jahr ist noch jung. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Kollegin. Sie haben schon Ihre Zeit weit überschritten. Zögern Sie nicht
uns nach den vielen, vielen guten Ankündigungen, die wir heute gehört haben, auch mit Taten zu überraschen. Die Truppe hat es verdient. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch mal der Hinweis. Es sind ja schon immer mal ein paar Sekunden, die wir dazugeben, wenn wir das Gefühl haben, sie kommen zum Schluss. Aber wenn sie dann immer wieder neu ansetzen, dann muss man sie einfach auch unterbrechen. Ne? So, ich möchte ja gerne, dass Sie Ihren Schlusssatz schön machen können. Aber dann reagieren Sie bitte auch auf dieses Signal. Als nächstes erhält nun das Wort zu ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag die Abgeordnete Sarah Nanni für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin. Ja, die Bundesregierung hat sich auch sicherheitspolitisch viel vorgenommen. Und wissen Sie, worauf ich mich besonders freue? Wir werden Auslandseinsätze in Zukunft regelmäßig und ressortübergreifend evaluieren. Und sind wir mal ganz ehrlich, das müsste eigentlich selbstverständlich sein. Wenn wir als Deutscher Bundestag die Soldatinnen und Soldaten in den Einsatz schicken, dann müssen wir nicht nur vorher genau wissen, was der Auftrag ist, was die Ziele sind und wie die Aussichten auf Erfolg aussehen, sondern wir sollten auch immer, auch mit externer Expertise, fragen, ob der Auftrag denn erfüllt wird, welche Ziele nicht oder noch nicht erreicht wurden und vor allem warum, auch wenn es wehtut. Und das werden wir jetzt auch genauso machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind wir den SoldatInnen schuldig. Wir sind es aber auch den Menschen in den Einsatzgebieten schuldig, die Hoffnung in unseren Einsatz, in unser Engagement legen oder gelegt haben, wie unsere PartnerInnen in Afghanistan, die über 20 Jahre an unserer Seite eingestanden sind für Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte. Die internationalen Truppen sind abgezogen. Die Taliban haben die Macht übernommen, aber diese Menschen streiten weiter, vor Ort und im Exil, für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte. Und auch die Bundesregierung und das Parlament bleiben dran. Unsere Außenministerin hat den Aktionsplan für Afghanistan ins Leben gerufen, eine ihrer ersten Amtshandlungen. Und die Innenministerin hat mit der Aussicht auf bessere Bleibemöglichkeiten und Teilhabe ein klares Zeichen gesetzt. Wir vergessen euch nicht. Und wir werden auch hier im Parlament mit einem Untersuchungsausschuss die Evakuierungsmission des Sommers untersuchen. Es wird eine Enquete-Kommission zum Afghanistan-Einsatz, wo alle zu Wort kommen müssen. Die Bundeswehr, die BeraterInnen aus den zivilen Missionen, die EntwicklungspartnerInnen vor Ort, die Zivilgesellschaft in Afghanistan und in Deutschland. Und auch hier ist die Botschaft, wir vergessen euch nicht. Und ja, Herr Kollege, das reicht nicht. Der Bundestag kann selbst nicht alle Aufarbeitungsarbeit machen. Kleine Anregung an alle, die zivilgesellschaftlich auch mit dem Thema befasst sind. Wir sind als Parlament ansprechbar, wenn Sie da auch in die Aufarbeitung gehen wollen. Ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundeswehr war im letzten und im vorletzten Jahr sehr sichtbar. So sichtbar wie lange nicht. Ja, auch wegen der Bilder aus Kabul, aber auch wegen der Bilder vom Hochwasser und aus den Impfzentren. Allen SoldatInnen, die sich deshalb die ein oder andere Extra- und Nachtschicht um die Ohren gehauen haben, herzlichen Dank. Sie haben wichtige Arbeit geleistet und leisten sie weiter. Aber für uns als Parlament muss auch klar sein, wenn schon heute Naturkatastrophen zunehmen, muss in erster Linie der zivile Katastrophenschutz gestärkt werden. Denn Kernaufgabe der Bundeswehr bleibt die äußere Sicherheit. Kernaufgabe der Bundeswehr ist also die äußere Sicherheit, und dazu gehört, dass Aufgaben und Fähigkeiten zusammenpassen. Das ist eine Binse.
Wobei ich dazu sagen möchte, dass man sowohl bei den Aufgaben als auch bei den Fähigkeiten ansetzen kann, um besser zueinander zu kommen. Und eine kleine Anmerkung sei mir erlaubt, Frau Ministerin. Die Frage, ob und wenn ja, in welchem Umfang und für welche Linien mehr Geld ausgegeben wird, das entscheiden wir hier in guter Zusammenarbeit mit Ihrem Haus, aber trotzdem letztendlich mit der Mehrheit hier im Parlament. Und eins will ich auch klar sagen. Die Bundeswehr selbst kann einen Beitrag zur äußeren Sicherheit leisten. Es ist eine Binse, dass sich Konflikte mit militärischen Mitteln nicht lösen lassen. Deswegen ist für uns als Ampelkoalition die europäische Abstimmung so wichtig. Sie haben es selbst erwähnt. Deswegen arbeiten wir auch daran, die Kohärenz zwischen den Häusern zu verbessern. Und wir werden auch in Rüstungskontrolle und zivile Krisenprävention mehr investieren. Was ich jetzt in den letzten Wochen, wo ich den Kontakt auch gesucht habe, zur Truppe erlebt habe, ist, dass die Angehörigen der Bundeswehr oft am besten wissen. Ohne eine zivile und politische Gesamtstrategie nutzt auch ein guter Fähigkeitslückenschließungsplan herzlich wenig. Ohne eine kohärente Strategie ist alles nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich lade Sie alle herzlich ein. Bringen Sie sich konstruktiv in die Debatte um eine kohärente Außen- und Sicherheitspolitik ein. Es gibt dort viel zu gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Nanni. Als nächste Rednerin in dieser Debatte erhält das Wort für die FDP-Fraktion die Kollegin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland liegt im Herzen Europas und ist, wie Johannes Rau es anlässlich des 60-jährigen Jahrestages nach Kriegsende gesagt hat, von Freunden umzingelt und damit seine persönliche Lehren aus dem 8. Mai zog. Eine Aussage, welche die meisten Menschen als beruhigend empfand, so beruhigt und beglückt davon, dass sie nicht mit aggressiven Grenznachbarn zu rechnen hatten. So wurde Frieden und Sicherheit zu einer puren Selbstverständlichkeit. Gesprochen wurde in Deutschland über die militärische Bundeswehr in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht. Wir sprechen jetzt angesichts des tollen Einsatzes bei Corona, aber eben nicht über das Militärische, das Originäre, für was die Bundeswehr da ist. Im Gegenteil, 16 Jahre Oberbefehl, Kommandogewalt der CDU, die Bundeswehr wurde runtergespart, Standorte verschwanden, Personal mit viel Know-how frühzeitig in den Ruhestand geschickt. Und lieber Kollege Hahn, das ist jetzt nicht persönlich, aber lieber Kollege Hahn, nicht persönlich, wer so viel Mist hinterlässt, muss sich nicht hier draufsetzen und auch noch laut krähen. Meine Damen und Herren, das Jahr 2014 lehrte uns, dass seitens Russland Grenzen wieder infrage gestellt werden und Nachbarn annektiert und brutalst angegriffen wurden. Und deswegen auch von hier aus, und ich bin froh, dass die Ministerin das so deutlich angesprochen hat, Herr Putin, heute und jetzt, die europäische Sicherheitsstruktur ist nicht verhandelbar und jedes Land entscheidet selbst, welche Kooperation es sucht. Und es wird deswegen, meine Damen und Herren, Zeit, über äußere Sicherheit im Deutschen Bundestag regelmäßig und grundsätzlich zu debattieren. Auch um den Menschen in Deutschland offen, ehrlich, ungeschminkt, direkt klarzumachen, warum es im wahrsten Sinne des Wortes uns sehr viel wert sein muss, eine starke Bundeswehr zu haben. Und das schlägt sich auch unter anderem im Etat nieder. Die Aussage des verstorbenen SPD-Verteidigungsministers Peter Struck war unmissverständlich und sie war richtig. Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch in anderen Ländern verteidigt. Und wer den internationalen Terrorismus nicht bekämpft, meine Damen und Herren, der wird nicht nur die vielen Millionen Menschen in ihre Heimat nehmen, sondern er wird auch erleben, dass der Terror vor unserer Haustür aufschlägt. Und an die Linke gerichtet, schauen Sie hin, was dort mit Frauen passiert. Sie spitzen immer den Mund, und wenn gepfiffen wird, ziehen Sie sich zurück.
Schauen Sie sich das an. Daran werden Sie, lieber Kollege, gemessen werden. Sie besonders. Und zu glauben, dass es Sicherheit zum Nulltarif gibt, meine Damen und Herren, der verkennt die Realität und schließt die Augen davor, dass wir immer wehrhaft sein müssen. Und das müssen die anderen auch wissen. Und dazu bedarf es einer einsatzbereiten Bundeswehr und, ja, die gesellschaftliche Wertschätzung für unsere Soldatinnen und Soldaten, die für unsere Freiheit ihr Leben am langen Ende einsetzen. Und es ist eben keine Wertschätzung, wenn man nicht das beste technische Know-how beschafft. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr wird uns alleine aber nie schützen können. Sie kann in Krisengebieten einen Moment für Ruhe sorgen. Am Ende aber bedarf es der Diplomatie und der Entwicklungszusammenarbeit, um Frieden zu ermöglichen. Und deswegen gehört auch dazu eine Analyse der Gründe, weswegen Konflikte entstehen, und dem werden wir gerecht werden. Und meine Damen und Herren, deswegen brauchen wir eine enge, vernetzte Zusammenarbeit, auch und besonders zwischen den Ministerien. Und Frau Ministerin Lamprecht, ich danke Ihnen auch für die Einbindung des Parlaments. Kollege Helmich hat es gerade gesagt. Und ich bitte auch die Ministerinnen, Frau Baerbock und Frau Schulze, es ist Zeit, dass wir gemeinsam zusammen diesen Weg gehen. Ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Nunmehr hat das Wort für die SPD-Fraktion zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag Kevin Leiser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Unsere Fortschrittsregierung macht auch in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ihrem Namen alle Ehre. Wir schaffen Fortschritt für die Demokratie, Fortschritt für die europäische Gemeinschaft und Fortschritt für die deutsche Sicherheit. Auf internationaler Ebene bekennen wir uns zu unseren Bündnispartnern. Wir wollen sowohl in der NATO als auch in der EU weiterhin als verlässlicher und ernstzunehmender Partner agieren. Ministerin Lamprecht hat dies bereits eindrücklich geschildert. Da mein Kollege Wolfgang Helmich bereits auf die NATO eingegangen ist, werde ich mich auf die EU fokussieren. Die Regierungskoalition handelt im europäischen Selbstverständnis, eingebettet in das historische Friedens- und Freiheitsprojekt der Europäischen Union. Denn die Umbrüche des 21. Jahrhunderts lassen sich nicht allein national bewältigen, auch wenn die AfD das noch immer nicht begreifen will. Als EU werden wir uns künftig als entschlossener als starker und eigenständiger Akteur im Systemkonflikt zwischen freiheitlichen Demokratien und totalitären Regimen positionieren. Uns vereinen die Prinzipien des Völkerrechts, der Menschenrechte und der europäischen Friedensordnung. Sie sind uns Auftrag, Orientierung und gemeinsame Wertebasis. So schaffen wir Fortschritt für die Demokratie. Innerhalb der EU liegt die Herausforderung darin, unterschiedliche Interessen zu einer gemeinsamen Position zusammenzubringen. Wir können als europäische Staatengemeinschaft nur dann ein Garant von Sicherheit sein, wenn wir auch kohärent agieren. Wir werden die Arbeiten am strategischen Kompass konstruktiv mitgestalten. In einer europäischen Sicherheitsstruktur ist es zu begrüßen, dass wir als EU gemeinsame Handlungsleitlinien formulieren. So schaffen wir Fortschritt für die europäische Gemeinschaft. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Sie besteht aus Menschen, für deren Bedürfnisse, Arbeitsbedingungen und Sicherheit wir im Deutschen Bundestag die Verantwortung tragen. Die Sicherheit in Deutschland hängt von einer gut aufgestellten Bundeswehr ab. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, was dabei zu tun ist. Die Ausrüstung der Bundeswehr muss auf den Prüfstand gestellt und modernisiert werden. Gleichzeitig werden wir die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeberin verbessern. Auch dies hat Ministerin Lamprecht bereits geschildert. Die Anzahl von Cyberangriffen gegen Deutschland und unsere Verbündeten in NATO und EU steigt. Dem treten wir mit einer ehrgeizigen Cybersicherheitspolitik entgegen. Der Schutz vor Cyberangriffen ist elementarer Bestandteil der Sicherheit unserer Gesellschaft.
Ich bin neu im Deutschen Bundestag und neu im Verteidigungsausschuss. In den bisherigen Gremiensitzungen und Gesprächsrunden ist mir die hohe Einsatzbereitschaft, die Leistungsstärke und Motivation der Angehörigen unserer Bundeswehr positiv aufgefallen. Dieser Eindruck gibt mir zusätzlichen Antrieb, unserer politischen Verantwortung gegenüber den Streitkräften gerecht zu werden. Die Angehörigen der Bundeswehr riskieren ihre Sicherheit für die unseres Landes. Es liegt in unserer Verantwortung, alles dafür zu tun, damit die Armee ihre Arbeit sicher, effektiv und effizient nachkommen kann. Mit einer verbesserten Ausstattung der Bundeswehr, einer ehrgeizigen Cybersicherheitspolitik und einem vertrauensvollen Austausch mit den Angehörigen der Bundeswehr schaffen wir Fortschritt für die Sicherheit in Deutschland. Die Ausführungen der Union waren leider geprägt von Selbstgerechtigkeit und Vergesslichkeit. Die 4,9%-Partei Die Linke tut sich immer noch schwer, adäquat mit den Realitäten der internationalen Ebene umzugehen. Im Gegensatz dazu schafft die Fortschrittsregierung Fortschritt für die Demokratie, Fortschritt für die europäische Gemeinschaft und Fortschritt für die Sicherheit in Deutschland. Ich freue mich auf die Umsetzung dieser Ziele zusammen mit allen staatstragenden Fraktionen dieses Hauses und unserer Ministerin Christine Lambrecht. Für eine starke Bundeswehr, die strategische Souveränität Europas sowie eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Bündnispartnern. Auch noch vielen Dank an meine Verteidiger in der SPD-Fraktion. Ihr seid klasse. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Leiser. Und als Letzter für diesen Themenbereich erhält das Wort für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Jens Lehmann. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Bundesministerin, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem neuen Amt und wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für die anstehende Arbeit. Zunächst einmal möchte ich jedoch den Bundeswehrsoldaten für ihren Dienst an unserem Land danken. Ich danke allen Soldaten auch für die großartige Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer. Ohne die engagierte Arbeit der Soldaten wäre sicher so manches Gesundheitsamt zusammengebrochen und ohne das beherzte Anpacken der Soldaten hätte die schnelle Beseitigung der ersten Flutschäden vermutlich wesentlich länger gedauert. Ich möchte den Soldaten aber auch für ihre Gelassenheit danken. Anders kann man wohl solche Prioritätensetzungen wie zum Beispiel die Umbenennung der Ein-Mann-Packung in Ein-Personen-Packung nicht einordnen. Angesichts der verteidigungspolitischen Themen, die vor uns liegen, sollte aber auch die Bundeswehr den Fokus auf dringendere Themen legen. Denn es gilt beispielsweise angesichts der anhaltenden Spannung mit Russland und der Situation entlang der ukrainischen Grenze, die Bundeswehr zu ertüchtigen, ihre Kernaufgaben der Landes- und Bündnisverteidigung gerecht zu werden. Dazu braucht es eine gute finanzielle Ausstattung. Werte Frau Ministerin, dank Ihrer beiden Vorgängerinnen verzeichnete der Einzelplan 14 seit Jahren eine steigende Finanzlinie. Beide mussten allerdings hart mit dem damaligen Finanzminister Olaf Scholz verhandeln. Schauen wir uns aber den von Olaf Scholz bis 2025 geplanten Eckwertebeschluss an, sehen wir anders als Sie, Frau Ministerin, langfristig eine fallende Finanzlinie. Das im Wahlkampf von Olaf Scholz überstrapazierte Wort Respekt finde ich mit Blick auf die Bundeswehr hier leider nicht wieder. Frau Ministerin, die Truppe ist nicht nur der neue Name eines Ausrüstungsartikels entscheidend, sondern dass die Ausrüstung vorhanden ist und sie funktioniert. Deshalb mein Appell, stehen Sie zu Ihrem Wort von eben, sorgen Sie dafür, dass die Bundeswehr mit ausreichenden Mitteln versorgt wird, um dringend benötigte Ausrüstung zu beschaffen. Wir wollten beispielsweise die Beschaffung von Drohnen schon in den vergangenen Legislaturperioden. Aber die SPD als Koalitionspartner in der Regierungsverantwortung verweigerte unseren Soldaten
in den letzten 8 Jahren den Schutz durch dieses System. Entschuldigen Sie meine Skepsis, aber angesichts des jüngst publik gewordenen Videos Ihres Ministerkollegen Lindner zur Situation von Ungeimpften fällt es mir jetzt schon schwer, an die Einhaltung von Wahlkampfversprechen oder Koalitionsvereinbarungen der Ampel zu glauben. Deshalb fordern wir als Unionsfraktion Sie auf, sorgen Sie dafür, dass die Bundeswehr bewaffnete Drohnen erhält. Sorgen Sie dafür, dass die Bundeswehr einen neuen schweren Transporthubschrauber erhält, um hier nur 2 Beispiele zu nennen. Kurz gesagt, sorgen Sie dafür, dass die Truppe alles an Material und Ausstattung erhält, was sie zur Auftragserfüllung benötigt. Meine Damen und Herren, der Truppe werden große Aufgaben übertragen. Dazu wurde jetzt vieles gesagt von vielen Rednern. Woran ich als Sprecher des Beirats Spitzensport der Bundeswehr aber auch gerne erinnern möchte: Die Bundeswehr ist der größte Sportförderer in Deutschland. Die gezielte Sportförderung, die gezielte Förderung von Sportlern durch die Bundeswehr ist einzigartig. Regelmäßig holen Sportsoldaten die Hälfte aller olympischen Medaillen nach Hause. Auch dank der Unionsfraktion sind mittlerweile 850 Stellen in 15 Sportfördergruppen mit Sportsoldaten besetzt, von denen viele in 3 Wochen bei den Olympischen Winterspielen in Peking an den Start gehen werden. Drücken wir Ihnen also die Daumen für diese anspruchsvolle sportliche Mission. An Sie, werte Frau Ministerin, appelliere ich erneut: Stärken Sie auch unseren Sportlern den Rücken. Setzen Sie sich weiterhin für eine starke Spitzensportförderung der Bundeswehr ein. Sehr geehrte Damen und Herren, vor uns liegen große Herausforderungen. Wir müssen die Bundeswehr ertüchtigen, ihren Kernauftrag zu erfüllen. Wir müssen Antworten auf die Situation in der Ukraine finden. Und wir müssen die Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes weiter vorantreiben. Denn kaum ein Einsatz hat vom ersten bis zum letzten Tag in Deutschland politisch, militärisch und gesellschaftlich so viel verändert. Das sind wir der Gesellschaft, das sind wir vor allen Dingen den Soldaten und ihren Angehörigen schuldig. Es liegt nun an Ihnen, in der Verantwortung in der neuen Bundesregierung, dies umzusetzen. Wir als Unionsfraktion möchten unseren Teil dazu beitragen. Deshalb nehmen wir Ihre Aussagen aus dem Koalitionsvertrag genau ins Visier und werden Sie daran messen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Lehmann. Weitere Wortmeldungen zu diesem Themenbereich liegen mir nicht vor. Sie können aber alle sitzen bleiben, denn es geht mit einem weiteren wichtigen Themenbereich weiter.